Hi und danke, dass ihr auch bei dem vierten Teil eingeschaltet habt. Der ist was länger, aber wir haben auch deutlich viel mehr gemacht, denn wir haben unseren ersten Fisch geholt. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch gefällt der Part und dann mal viel Spaß damit. Tag 4. Am nächsten Tag ist Ben extra richtig früh morgens, ich glaube um 7 oder so, aufgestanden, hat sich fertig gemacht, damit er um 7:30, so wie Obi öffnet, dann da ist. Und dann hat er dann auch schon extra alles besorgt gehabt für unseren Wasserstein, Sauerstoffstein, keine Ahnung, wie man es nennt, Sauerstoffpumpen-Ding da, Bumster. Auf jeden Fall, ja, seht ihr das ja jetzt. Zuallererst hatte er allerdings sein Amazon-Paket ausgepackt gehabt, dass er auch extra Sachen fürs Aquarium geholt hatte. Da wiegt ganz schön viel. Ja, da muss ja aber. Was ist das? Das ist ja Reinigungsdüse. Zum Wasser wechseln. Ach so. Hast du noch mehr? Ne, da war's. So, Schrauben sind festnehmen und hier hast du halt hier deine zum Einstellen der Stärke. Ach so. Regel. Schön. Deswegen Und habe da ich. kommt der Schlauch dran. Hier. Ja, da kommt gleich das. Du hast doch eine Anleitung gehabt, wie man das zusammenbaut. Leck mich doch nicht. Ach doch nur. Ja, meinst, ich weiß alles auswendig. Ich Ja, baue da das kommt Ding der jetzt Schlauch auch gerade dran. zum ersten Mal auf. Ich habe ja nicht nur den Schlauch, ich habe auch noch so ein Ding. Okay. Ja, das kommt unten am Schlauch Das dran. weiß ich auch. Danke. Ich rede von dem anderen Ding. Welchen anderen Ding jetzt? Das hier. Das Ding hoch, das ist nicht verstellbar. Das habe ich mich extra mitgeguckt, dass du das mich auch einstellen kannst von der Höhe. Dann hier drauf. Eine Schwanzverlängerung. Und dann hier hin. Weißt du, wofür das nämlich da ist? Um die Luft zu füllen. Zum Teil. Würde ich jetzt davon ausgehen. Oh, sieht cool aus. Richtig professionell, Schatz. Kannst du es auch nicht erkennen? Ah, nee, der schwimmt wieder nach oben. Kannst du den nicht unter das Gebäude tun, dass aus dem Gebäude die Blubberbläschen kommen? Wenn hinten eine Öffnung wäre. Schiebst du sie da drunter und dann das Häuschen drauf. Ist ja nicht so, dass das da so schwer ist. Oder hier das große. Ja, dass er aus dem großen Gebäude kommt, ne? Das hält vielleicht besser. Und da sind mehrere Löcher, da kann das auch hier an der Seite ausweichen, ne? Oder meinst du da unten lieber rein? Ja, Ja. genau. Ja. So. Aber jetzt kann ich den Schlauch verstecken. Ja? Weißt du wie? Nein. Zeige ich dir. Tue ich ihn kurz hier drüber, ich muss in die Wäsche. So, jetzt habe ich den hier drin. Der wird ja später von den Pflanzen bedeckt. Kannst du den Schlauch nämlich hier hinten lang führen und hochgehen lassen hinterm Aquarium. Wo soll ich abschneiden? So? Ja. Dann müsstest du jetzt ungefähr. Ich gehe. Sag mal ein bisschen Spielraum. Ja, so da ungefähr jetzt. Und dann haben wir noch ein bisschen Geht Spielraum. durch wie Butter. Ja. Oh, der Stein ist raus. Ja, Problem ist, er wird auch immer wieder rauskommen. Siehst du? Jetzt musst du es wirklich unterm Gebäude klemmen. Dass wir noch keine Einwohner haben, die würden sich voll erschrecken. Ja, aber Ben hatte nicht nur die Puppe morgens geholt gehabt, er hatte auch extra so Vitaminkügelchen, so Steine für die Pflanzen geholt gehabt, damit die sich dann auch nochmal wegen der Umpflanzung und so erholen können. Und die haben wir dann auch erstmal direkt eingesetzt. Miau. Und das reicht schon? Ja, ich mache jetzt bei jeder Pflanze eine, dann hat die Nährstoffe, die bei der in der Nähe sind. Oh ja, die lösen sich auf. Die lösen sich auf. Die sind da verschwunden. Aber dann sind Nährstoffe im Wasser, die für die Pflanze wieder wichtig sind. Ja, man sieht schon so die Staubschicht, die er so verliert. Weil die verteilen sich im ganzen Wasser, ne? Durch den Die Frage ist, Ja, ob es noch stimmt. 7 Stück für das ganze Aquarium sind oder teilweise nur. Mach einfach für jede Pflanze ein und Ja, fertig, ne? einsetzt. Das sieht schon cool aus.
Und wenn du dann Wälzen so da drin hast, normalerweise die verteilen dann noch immer. Wenn die da umschwimmen am Boden, dann wird dann alles komplett intakt. Ja, aber der hat ja auch schon Algen da, die er fressen könnte, so am Boden. Der geht auch an den Scheiben, obwohl da nichts ist. Ja, aber Leute, bitte. Siehst du so gar nicht, was da alles dran ist. Und dann wird der hier überall dran gehen, an dem da hinten, an den unechten, an dem Felsen, weil das ist, das sammelt sich alles Zeug dran, was der abzübelt. Ja, es geht schon Sauerstoffbläschen von den Blumen aus. Nein, das sind die von dem Auflösen. Ach so. Ich dachte schon. Ich will jetzt einen Fisch mit Papa. Da schwimmt der in seiner Tüte. Mal aufpassen, dass er nicht an die Lampe kommt. Ja, das wäre nicht so gut. Gib mal eine Abdeckung. Ist egal, welche. Oh, ich denke. Ich mache jetzt Kantenschutz eben drauf. Wenn das funktioniert. So. Ja, kommt er da nicht dran. Der ist der kleine Fratz. Oh, danke, Papa, ne? Dass du mit mir gefahren bist. Der schwimmt dann noch. Ja, ich konnte euch leider nicht zeigen, wie man den einsetzt. Ich erkläre euch kurz, wie wir das gemacht haben. Wir haben ihn ja da ins Wasser getan, in den Beutel. Dann haben wir 5 Minuten drin gelassen, damit er sich an die Temperatur gewöhnt. Dann macht man die Tüte auf und tut dann so 1-1,5 Gläser von dem Aquariumwasser mit in die Tüte, dass sich das mit dem Wasser, das er schon gewohnt ist, vermischt. Und dann lässt man den auch 5 Minuten da drinnen rumschwimmen. Und danach kann man den rauskäschern und dann ins Aquarium. Nicht den Beutel auskippen, dann mischt sich das ja mit dem Aquariumwasser, mit dem, was sie ja dort bei sich vorher hatten und so. Und dann verändert das ja wieder die Werte vom Wasser. Deswegen fischt man den dann raus und tut den dann ins Aquarium. Da das aber sehr schnell gehen muss, konnte ich das halt eben nicht filmen, gucken, wie ist denn die Handyperspektive und so. Ich habe mir aber vorgenommen, weil das wird ja nicht der einzige Fisch sein, den wir holen. Wir wollen ja mehrere Fische haben, dass wenn wir die anderen Fische haben, dass ich meine Brille aufziehe. Ich habe so eine Aufnahmebrille. Das wäre, glaube ich, das zweite Mal, dass ich die dann ausprobiere. Mal gucken, wie das wird. Aber dann gucke ich, dass ich euch da ein bisschen besser mitnehmen kann, wie wir das gemacht haben. Und ja, und so hat sich der Kleine dann da ein bisschen umgetrieben bei uns im Aquarium. Oh, bist du ein Hübscher. Ach so. Ja, du auch, Papa. Oh. Wie er von oben nach unten geguckt hat. Hallo. Oh, bist du ein Hübscher. Dass er sich da so hält. Cool, der Filter ist davor. Er ist hier. Siehst du hier ganz gut. Jetzt guckt er erstmal mal. Und gut. Ich bin gespannt, wie groß der wird. Sehr steif. Atmest. Guck mal gleich nach ihm, ob es ihm gut geht. Ich hoffe, der lebt noch. Der hockt immer noch genauso wie vorher. Alter. Sei jetzt ja nicht tot, hörst du? Nee, der bewegt sich, Seht ihr das? Da unten. Also er atmet, Gott sei Dank. Oh. Ich dachte schon, der ist tot, ey. Heilige Scheiße. Aber dann schwimmen die auch nach oben für die erste Zeit, ne? Aber, oh, Gott sei Dank. Oh, Schucklass nach, ey. Ja, guck mal, komme ich gerade vom Baden, der hat sich schon wieder bewegt. Also dem geht's wirklich gut. Der lebt wirklich noch. Der hat sich was umpositioniert. Ja. Dir geht's schon gut hier, ne? Deine Farben sind noch ziemlich kräftig. Also dein Stresspegel ist auch nicht so hoch. Du genießt es hier, ne? Ja, dann lasse ich dich jetzt auch wieder in Ruhe. Wollte nur gucken, dass du noch lebst. Lass dich nicht stören. Genieß dein Leben. Ja. Glaubt, der untersucht das. Hier ist er, wenn ich vorbeilaufe, nimmt er eine andere Position an, damit er mich besser beobachten kann, habe ich das Gefühl. Ja, der beobachtet mich. Komm auf die andere Seite, dann beobachtest du mich noch besser. Auf jeden Fall, das war's dann schon mit diesem Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Updates zu unserem kleinen Stalker haben wollt, dann schaut doch gerne zu den nächsten Teilen vorbei, die ich hochladen werde. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.